Die Krönung des Abends fand dann noch gegen 23.30 Uhr statt, als nämlich die Weltmeister in den lateinamerikanischen Tänzen, die Weltmeister der Professionals, Donnie Burns und Gerner Fairweather, ihre Künste da wurden. Sie zogen eine fantastische Show ab. 15 Minuten lang zeigten sie alle fünf lateinamerikanischen Tänze. Wir haben für sie zunächst einmal die Rumba ausgesucht. Und Ausdruckskraft von den Profi-Weltmeistern Donny Burns und Gaynor Fairweather aus Schottland. Nach der hingebungsvollen Rumba, am Ende noch einmal ein krasser Gegensatz, ein weiteres Bonbon für die Zuschauer in Bad Homburg und ich denke auch für Sie daheim. Jive. Donnie Burns übrigens ein heiß begehrter Trainer in England. Er betreut die besten internationalen Spitzenpaare der Amateure, wie zum Beispiel Paul Tillich Ingerhaas und auch Alan Thornsbeck und Wiebeke Toft. Und ich meine, man kann da sogar eine gewisse Ähnlichkeit in den Bewegungen, in der Choreografie entdecken. Man sieht es ganz deutlich, dieses Paar geht auf im Tanzsport. Sie trainieren und leben
auf dem Parkett. Sonny Burns macht eigentlich alles, wenn es ums Tanzen geht, außer Werten. Werten tut er nicht und ich denke, daran tut er auch ganz gut.